Hallo zusammen, ich zeige euch heute die Magical Gathering Deckbaubox. Auf Deutsch, wie der Name schon verrät. Und die ist jetzt vor wenigen Tagen auf den Markt gekommen. Ich glaube, am 10.3. war das, vor 5 Tagen jetzt. Und ja, interessant ist das Ganze natürlich für Anfänger und unterscheidet sich insofern von den Intro- oder Starter-Packs, dass hier eben mehr auf Deckbau gesetzt wird. Deswegen auch die Deckbaubox. Es enthält halt nicht ein komplett vorgefertigtes Deck, womit man spielen kann, sondern soll direkt die Leute so ein bisschen anregen, selber schon mal nachzudenken, ja, wie man denn ein Deck mal spielen könnte. Und ja, ich habe jetzt hier zwei Versionen gerade noch bekommen und ja, werde jetzt einfach mal zeigen, was in der Box drin ist. Es gibt ja schon einige englische Videos, aber jetzt gibt es auch mal ein deutschsprachiges. Und ja, ich zeige, was eben hier drin ist und mache dann noch am Ende ein paar Vorschläge, was für Decks man denn bauen könnte, damit ein Anfänger auch mal sehen kann, was halt möglich ist mit dieser Box. Ja, also die Deckbaubox, der Platzhalter kommt erstmal weg. Enthält immer 4 Booster der neueren Edition. Hier ist jetzt Narben von Mirrodin, also Scars of Mirrodin. Dann Mirrodins Belagerung, Besiege. Und zweimal das 2011er Hauptset. Also 4 Booster sind enthalten. Und diverse Blöcke an Karten. Ich fange jetzt mal hier mit dem Block an, der nach Standardländern aussieht und auch so eine Art Anleitung hat. So. Wollen wir kurz hier mal in die Anleitung reingucken. Alles natürlich 8-mal verpackt, damit ich das auch bloß nicht aufkriege im Video. So, was haben wir hier? Gucken, was sie sich hier einfallen haben lassen. Das Spielen lernen, die erste Partie. Ja, kleiner Regelüberblick. Also natürlich hier wieder auf den Anfänger oder den Beginner des Spiels ausgelegt. Man sieht hier Bestandteile der Karte, Kampf, Angriff, Blocken, die einzelnen Zugphasen, Aufbau eines Zuges. Und hier gar nicht mal schlecht das Glossar, das hier auf meiner rechten Seite. Da sind alle Fähigkeiten nochmal abgebildet. Zum Beispiel die einzelnen Zugphasen, Endsegment sehe ich hier auf Anhieb. Aber auch für die Kreaturen, sowas wie Verteidiger, Todesberührung, Trampelschaden, unzerstörbar, Regeneration. Also da kann man dann auch nochmal nachschlagen, wenn man den Regeln noch nicht so mächtig ist. Und hier ist nochmal ein Überblick über die Karten, hier nochmal die Seltenheiten. Die Planeswalker, die ja jetzt auch schon etwas länger gibt, sind auch nochmal aufgelistet. Die 5 Haupt-Planeswalker. Hier haben wir Vorschläge für Deckthemen, wie, was haben wir hier, rotes Flammendeck, ja, schön, also Rot Burn oder Grün Ramp, also schnell dicke grüne Kreaturen ausspielen, indem man sich vorher viel Mana macht, weißes Ausrüstungsdeck, Aura Deck, Vampire, ich glaube Vampire sind hier auch einige dabei, also diese Blöcke enthalten immer zum größten Teil dieselben Karten in jeder Deckbaubox. Also man hat einen gewissen Pool an Karten, der immer gleich ist. Ein paar variieren, glaube ich, hier drin auch. Aber man hat ja 4 Booster und dadurch kann man dann immer noch individuell was zusammenstellen. Was steht auf der Rückseite? Sortiere deine Karten. Ach, auch noch Deckbautipps. Hier sind M11 Länder. Das sind immer 4 Stück einer Sorte, 4 Ebenen, 4 Inseln, 4 Sümpfe, ja, und immer jedes auf einem verschiedenen Bild. Das geht dann hier weiter. Ich guck mal. Ja, sind nur Standardländer. Also der Block, das sind bestimmt, ja, lass es Pick über 70, 80 Standardländer sein. Braucht man immer, auch wenn man mal später mal vielleicht draftet. Ja, Standardländer gehen immer. Jetzt mache ich mir das zweite auf. Hier ist auch ein Land oben drauf. Ein Nicht-Standardland, und zwar eine immer ändernde Weite. Ja, ich muss den deutschen Namen immer noch ablesen. Terramorphic Expanse. Nicht schlecht, ist ein preiswertes Fetchland, sucht jedes beliebige Standardland raus. Bringt sich zwar getappt ins Spiel, ist aber auf jeden Fall
eine sehr gute, preiswerte Alternative. Ja, ich gehe jetzt hier mal schnell durch. Was haben wir hier? Stromschlüssel, Artefakte enttappen. Also hier geht es auf jeden Fall gerade mit Artefakten los. Viel Metallkunst. Ich habe schon mal gehört, dass man eventuell sogar ein Metallkunst-Deck bauen könnte. Mal gucken, wie viele Karten mit Metallkunst es tatsächlich am Ende hier gibt. Und ob man damit dann noch was machen kann. Also ich sehe jetzt hier schon die dritte Karte. Die nächste immerwährende Weite. Hier müssten meiner Meinung nach 4 Stück müsste es hiervon schon geben. Und da hat man dann praktisch schon mal eine Mana-Base, wo man dann zweifarbige Decks auf jeden Fall bauen kann. Wenn nicht sogar dreifarbig. Jetzt kommt Weiß. Oh, Cordulant. Finde ich eine sehr gute Karte. Also fürs Casual auf jeden Fall nicht schlecht. 1-1 Doppelschlag, wenn er ausgerüstet ist, für einen Mana. Lohnt auf jeden Fall. Hier ist ein Artefakt dazwischen gerückt. Eine Ausrüstung. Wahrscheinlich, weil man hier ein weißes Ausrüstungsdeck draus machen soll. Reise ins Nirgendwo, auch nicht schlecht. Hier geht's weiter. Der Lebensstab, auch immer gern gesehen, sogar auf Turnierebene im Moment. Weiter geht's mit den Artefakten. Hier ist die dritte, immer in eine Weite. Und jetzt kommt Blau. Ja, das Orakel ist auch immer gern gesehen. Die guten Karten tue ich jetzt direkt mal nach oben. Orakel auch immer noch gespielt im UB Control im Moment. Falzin. Auch nicht schlecht. Hier ist die nächste immer in eine Weite. Jetzt sind es tatsächlich 4. Playset ist voll. Geht immer. Jetzt kommt Schwarz. Torwächter. Auch gut. Hier sind einige Vampirkarten. Der Nachtsperma ist natürlich top. Ja, einige Vampire. Gar nicht mal schlecht. Jetzt kommt der nächste Block. Oh, das ist schon ein dicker Haufen. Hier sind bestimmt neue Länder dabei. Ja, die wollen wir direkt mal raustun. Auch immer wieder Viererblöcke, so wie am Anfang. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall genug Standardländer. Hier sind wieder ein paar, noch eine Ausrüstung, also ein paar Artefakte. Das ist hier zum Manafix. Nicht schlecht, dann kommen sich entfaltende Wildnis. Auch nicht schlecht. Selber Effekt wie die immer ändernde Weite. Braucht man immer ein weiteres Artefakt. Jetzt kommen noch ein paar kleine Karten. Geschwaderfalke. Sehr gute Karte. Direkt 2 Stück. Dann bringt der Effekt sogar was, wenn man sich dann noch 2 besorgt. Gar nicht mal schlecht. Der Hakenkämpfer auch gar nicht mal schlecht. Für ein Weenie oder Ausrüstungsdeck. Pazifismus, Klassiker. So, hier geht's weiter mit Blau. Irgendwas fehlt. Grün fehlt noch. Gleich muss ein ganz schön dicker Haufen Grün kommen. Hier geht's weiter mit Blau. Abbrechen 2 Stück, also Counterspells sind. Also Counterspells, zwar nicht der klassische Counterspell, aber um Zaubersprüche zu neutralisieren, ist auch dabei. Zweimal abbrechen, gar nicht mal schlecht. Ein Mana-Leck, auch immer gut. Voraussehen, um Karten zu ziehen, auch nicht schlecht. Vorherbestimmen, auch sehr gute Karte. Jetzt geht's weiter mit Schwarz. Ja, Vampire, Vampire, Vampire. Ja, also wer Vampire mal spielen möchte, hier sind schon einige drin. Klinge des Schicksals, immer gut. Ein Zwang, auch sehr gut. The Rest. Blut unterschreiben, auch nicht schlecht. Zugriff der Dunkelheit. -4, -4 bis zum Ende des Zuges. Ist spielbar.